Servus Leute, heute möchte ich die ganzen Pflanzen im Wald etwas näher kennenlernen, die es hier so gibt. Ich habe dafür die zwei Bücher mitgenommen und ihr könnt mich gerne auf meinem Abenteuer begleiten. So, hier ist jetzt schon die erste Pflanze, die ich euch zeigen möchte. Und zwar das Buschwindröschen. Das sieht so aus. Hier die Blätter und hier die Blüte nochmal. Die europäische Stechpalme. Diese Pflanze hier wird oft in Gärten oder Parks gepflanzt. Sie wird auch in zum Beispiel Kalifornien angebaut, um eben der Nachfrage nach Weihnachtsschmuck nachzukommen. Hier haben wir eine Kiefer. Ihr könnt die Kiefer an ihrer doch recht groben Rinde erkennen. Das da ist die Krone. Und ihr könnt die Triebspitzen, das hier, das könnt ihr essen. Und die Nadeln, die könnt ihr zu leckerem Tee verarbeiten. Und dieser Tee hilft dann bei Bronchitis und Husten. Und hier haben wir noch einen Kieferzapfen. Schaut vielleicht, dass ihr Blätter bekommt, die doch etwas höher oben liegen. So, da vorne sind Brombeerblätter. Zwar genau da. Und ihr könnt diese ganz normal roh essen. Aber ihr könnt sie auch, ihr könnt euch daraus auch einfach einen Brombeertee machen. Sehr wichtig beim Wandern, schaut immer, dass ihr eine kleine Stärkung dabei habt. Ich nehme in diesem Fall immer gerne Bananen mit, die schmecken ganz gut und ja, die kann man dann auch danach einfach in den Wald werfen. Ich befinde mich gerade beim gemeinen Seidelbast. Der riecht sehr angenehm und ein bisschen etwas zur Biologie. Der gemeine Seidelbast gehört zu den ersten blühenden Gehölzen in der heimischen Flora. Und der gemeine Seidelbast ist sehr giftig. Sowohl das in der Rinde enthaltene Daphnetoxin als auch das Mezerein der Samen wirken stark hautreizend. Okay, da bin ich froh, dass ich den nicht angefasst habe. Also ihr seht, wenn ihr die Pflanze nicht kennt, dann recherchiert erstmal, bevor ihr sie angreift. Ich selbst sehe mich noch als Bushcraft-Anfänger und ich möchte eben ständig dazulernen. Und da eignen sich eben solche Bücher ganz gut. Man kann jetzt hier ziemlich toll erkennen, wie vielseitig der Wald ist. Hier schaut es schon wieder ganz anders aus, als zum Beispiel 50 Meter dort drüben. Also wir haben hier eher eine sumpfige Gegend. Und das finde ich so schön am Wald, dass er eben so vielseitig ist. Ich bin jetzt nicht mit der Intuition rausgegangen, diese oder jene Pflanze zu suchen. Ich wollte mir die Vegetation einfach ein bisschen anschauen und wenn mir dann eine Pflanze ins Auge springt, dass ich mir dann die einfach genauer anschaue, mit Hilfe meines Buches oder eben mit der Hilfe von einer App, die ich ganz gerne nutze, und zwar PlantNet. So, ich möchte jetzt einfach diesem Bach hier folgen. Da war ich nämlich noch nie oben und bin gespannt, wie weit ich kommen werde. Und ja, vielleicht finden wir sogar die Quelle. Wow, echt schön. Schaut euch mal das an. Gleich direkt neben dem Bach haben wir eine weiße Pestwurz. Hier mit so einer weißen Nacktschnecke oben, ganz interessant. Und hier nochmal genau dasselbe, auch wieder mit einer Nacktschnecke oben. Das Wasser kommt von hier oben, fließt dann hier durch
durch die Steine, durch das Moos. Geht dann da wieder runter. Schön, sehr schön. Okay, ich merke schon, ich muss echt aufpassen, wo ich hintrete. Ihr seht es hier. Sehr wackelig. Ach ja, ich habe neue Schuhe bekommen. Und die habe ich jetzt schon zum zweiten Mal an. Und ihr wisst ja, Schuhe müssen bei mir einiges aushalten. Also werden die auch ordentlich strapaziert. Aber ja, soweit gibt es mal keine Probleme. Und die sind auch sehr bequem. Also das ist hier ziemlich interessant bei diesem Bach. Denn hier verläuft der Bach kurzzeitig unterirdisch. Ja, und ich denke, das wird auch da weiter oben der Fall sein. Man kann es hier ziemlich gut erkennen. Hier sind auch immer wieder Wildspuren. Welches Tier war das? Hier habt ihr die Abdrücke. Hier sind noch mehr Spuren. Da drüben auch. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Was mir dazu auf jeden Fall einfällt, man könnte sich hier hinsitzen mit einem Fernglas. Ich habe nämlich eins und dann könnte ich einfach mal probieren, wild zu beobachten. Ich weiß nicht, inwiefern das möglich ist oder ob es mir überhaupt gelingt. Aber ich würde es gerne mal ausprobieren und ist vielleicht ein Video wert. Also ihr seht, ich bin jetzt schon höher oben. Der Bach ist da unten und ich halte mich jetzt hier fest, um da irgendwie hochzukommen. Ja, hat zum Glück gehalten. Jetzt schauen wir, was da oben ist. So. Ich komme da einfach nicht weg von dieser Dorne. So, jetzt aber. 3, 2, 1. Okay, schön. Ich bin jetzt hier oben. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo ich bin. Anscheinend habe ich die Quelle des Baches gefunden. Ich kann das mal zeigen. Ja, das freut mich jetzt wirklich. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Es tut mir leid, falls meine Videos manchmal etwas chaotisch erscheinen. Aber ich habe dann immer so spontane Ideen und möchte denen dann eben nachgehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.